Leute, herzlich willkommen zu dem schlechtesten Format auf YouTube! So Leute, herzlich willkommen zu Marco Verzeiht Nummer 95. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön nach der Schule kommt ihr nach Hause und dann was müsst ihr ertragen? Genau, mich. Nix cool, oder? Aber ihr habt euch das selbst ausgesucht, Freunde. So eine kleine Ankündigung in eigener Sache, Freunde. Diesen Sonntag bin ich auf der Hennefer Stadtfest. Hennefer Stadtfest, Freunde. Dort hat Jukka einen kleinen Stand und ich werde da auch was Kleines aufhaben mit meinem Merch. Dort kann man mein Merch kaufen und auch gewinnen. Das heißt, man kann mein Woodyboard gewinnen, Longboard und ohne Ende Fidget-Spinner als Trostpreise. Das Geld, was wir damit einnehmen, werden wir dann eine gute Einrichtung spenden. Das heißt, ihr tut auch noch was Gutes, wenn ihr Lose kauft, Freunde. Und ja, ich bin gespannt, einige von euch zu treffen. Kommt gerne vorbei, das ist in der Nähe von Köln, Hennef, ne? Also ist nicht weit weg, könnt ihr gerne vorbeikommen mit Auto oder mit der Bahn, was auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall, ein paar Leute von euch zu sehen. Und jetzt würde ich sagen, Schluss mit dem Gelaber und los geht es mit eurer Fanpost und euren Fragen. Übrigens, ich hatte ja 2 Energy-Dosen verlost und 2-mal Apfelschorle verlost von meinen... warte, ich sag euch das mal ganz kurz. Das waren diese 2 Dosen, die ich verlost habe. Das war einmal, das ist Energy und das ist einmal Apfelspritz. So sieht das aus. Das hat ein Fan für mich gemacht. Vielen Dank nochmal an den Kollegen. Die ersten 4 Fragen, die ich dran nehme, bekommen das. Und ja, ich wünsche euch dabei viel Glück. Übrigens, wenn ihr nicht 18 seid, bekommt ihr nicht das hier, sondern bekommt ihr Apfelspritz, Freunde. Ihr müsst schon 18 sein, um das zu bekommen. Okay, los geht's mit den Paketen. Ja. Ah, Pakete. Und wir fangen mit einem ganz bestimmtes an. Und zwar mit dem etwas größeren. Denn es gibt noch eine kleine Ankündigung, aber ich würde erstmal... Bleib hier, Paket, du sollst nicht runterfallen. So, bevor ich das hier aufmache, das ist eine Kooperation mit der Spielwarenmesse. Denn ich bin tatsächlich dort am Freitag, den 5. Oktober, Freunde. Kommt gerne vorbei. Aber ich würde sagen, es gibt gleich noch ein paar Infos dazu. Ich würde sagen, machen wir das erstmal das Ganze auf. Ich weiß nicht, was sie mir geschickt haben. Auf jeden Fall ein Produkt, was dort auch auf der Messe sein wird. Besser gesagt. Oh, ich hoffe. Was ist das? Okay. Reveal, das ist eine Zeitschrift, reveal.de, und die haben mir einen Hubschrauber geschickt, okay, Technik Reveal, heißt das, liest man das so, Reveal Control? Dieses Produkt gibt es auch auf der Spielwarenmesse, dort unter Modell, Hobby und Spiel, und was es noch geben wird, ist die Techie Area, das ist für Technikfreaks und Bastler unter euch, die gerne was gerne an so Spielzeug rumbasteln, einen kleinen Hubschrauber oder was auch immer, wie gesagt, kommt gerne mal vorbei. Alle Links dazu findet ihr selbstverständlich unten in der Videobeschreibung, wie gesagt, ich bin vor Ort den ganzen Tag und ich würde mich freuen, einige von euch zu sehen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir das mal ganz normal auf, ich will es euch nicht kriegen, Freunde, das wunderschöne Modell. Oh nein, ich habe es falsch rum aufgemacht. Das Ganze muss man tatsächlich noch zusammenbasteln, das ist nicht diese... Ich kenne sicherlich diese Hubschrauber, die schon zusammengesetzt kommen. Aber das Ganze muss man hier noch zusammensetzen. Ist auf jeden Fall was für Bastler, Freunde. Sehr, sehr cool gemacht. Überall in diesen Tütchen gibt es eine 1, 2, 16, 13, überall. Und das kann man dann mit diesen, ja hoffentlich mit dieser Anleitung hier dann lösen. Da haben wir die Anleitung, die wir brauchen, um das Ganze hier zusammenzusetzen. Es ist einfach nicht nur ein Spielzeug, wo wir es einfach starten können, sondern es ist einfach für Modellbastler und so weiter, die gerne halt an Kleinigkeiten hier rumfummeln und sein eigenes Werk erschaffen. Vielen Dank an den Leipziger Messe für dieses Modellbaugerät. Ich werde es auf jeden Fall jetzt die nächste Zeit bauen. Ich habe es jetzt nicht bei Marco erzählt, aber vielen, vielen Dank. Ich werde es auf jeden Fall Mühe geben. Ich bin schon sehr gespannt, wie das Ding dann fliegen wird. Und vielleicht bringe ich es dann mit zu der Spielwarenmesse. Dann fliegen wir gemeinsam da ein bisschen rum, Leute. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich würde sagen, machen wir weiter. Und wie gesagt, wir sehen uns auf der Leipziger Messe. Alle Links, die ihr braucht, findet ihr unten in der Videobeschreibung, auch für die Tickets, wenn ihr vorbeikommen wollt. So Leute, vielen, vielen Dank. Die erste Frage von den ersten Gewinner kommt aus YouTube und er heißt BRN. Hashtag fragt, du kannst du mal eine Tour mit dem Hoverboard, mit dem Ironman-Kostüm machen? Alles klar, meine Zuschauer wollen auf jeden Fall, dass ich sterbe. Also ihr wisst schon, dass mein Haus sehr viele Treppen hat und wenn ich mit dem Hoverboard und mit dem Ironman-Kostüm da hinten durch die Gegend fahre, dann werde ich mich definitiv umbringen. Ich weiß jetzt nicht, ob du wirklich ein Fan bist, willst mich umbringen, aber keine Sorge, du hast auf jeden Fall was gewonnen. Ich hoffe, du bist über 18. Wenn nicht, kriegst du die Apfelschorle. So, kommen wir mal zu dem nächsten Paket. Oh, der ist ganz schön schwer. Ein kleines Paket, ganz schön schwer. Kommt von den Felix, von den lieben Felix. Mach das Ganze mal auf. Oh mein Gott, sind das etwa Süßigkeiten ohne Ende? Oh. Alles klar, vielen Dank. Lieber Felix, für die ganz vielen Süßigkeiten kann man, ich denke, ich kann euch gut gebrauchen. Vielen Dank und selbstverständlich kriegst du eine Autogrammkarte zurück. Danke für die ganzen Süßigkeiten. Selina wird sich auf jeden Fall freuen und ich freue mich sowieso. Mmh, lecker. Kommen wir zu den nächsten Gewinner, ebenfalls auf YouTube. 187er. Hashtag fragt, würdest du ja eine Woche auf Fortnite oder auf dein Handy verzichten? Soll ich mal ganz ehrlich sagen, ich würde tatsächlich, erstmal herzlichen Glückwunsch, du hast eins von den beiden Produkten gewonnen. Ich könnte tatsächlich auf beides verzichten. Mir ist es total egal.
Viele Leute glauben immer, ich bin voll der Sucht, weil ich jeden Tag livestreame, aber tatsächlich ist das nicht so. Ich könnte sofort aufhören und auf dieses Handy könnte ich genauso verzichten. Ich bin gar nicht so materialistisch, wie die meisten Leute denken. Ich weiß, sieht ein bisschen komisch aus. Ich habe theoretisch alles an materialistischen Dingen, aber es liegt auch daran, dass ich diesen Beruf ausübe, dieses YouTube-Beruf, wo ich technische Produkte vorstelle. Ich könnte tatsächlich ohne diesen ganzen Scheiß hier leben. Einfach nur da sein. Das könnte ich. Wie gesagt, ich bin nicht so materialistisch, wie die meisten denken oder wie das den Schein. Viele Leute fragen mich auch immer, wie kann ich denn damit leben, zum Beispiel, dass eine Xbox, ich sag euch mal ganz kurz, dass eine Xbox hier hinten eingepackt noch rumliegt. Es liegt daran, dass es mich nicht juckt. Versteht ihr, was ich meine? Ich brauche das Ding nicht unbedingt. Ich habe es nur für euch, damit ich es euch zeigen kann, wie es von innen aussieht. Sonst hätte ich es schon längst ausgepackt. Ich weiß, es ist schwierig zu verstehen, aber die brauche ich theoretisch nicht. Und schon gar nicht in diesem Maße, die wir hier haben. Das ist wirklich nur wegen dem Kanal und wegen euch, damit ich überhaupt was zeigen kann. Sonst würde mein Kanal ja gar keinen Sinn machen. Versteht ihr, was ich meine? Auf jeden Fall, danke für deine Frage und Glückwunsch. Du hast ebenfalls eine Energy Drink Dose gewonnen oder Apfelspritze, je nachdem, wie alt du bist. So, kommen wir mal zu dem nächsten Paket. Oh, ein schwarzes Paket von dem lieben Ben. So. Ich weiß nicht, wie man das aufmacht. Ich hab's Angst, kaputt zu machen. Ich will nichts kaputt machen, was ihr selber gebastelt habt, weil das finde ich immer so süß, wenn ihr was selber bastelt. Und so cool. Ist da irgendwas drin? Nein. Ich habe das Gefühl, da ist nichts drin. Nichts drin. Noch ein Brief. 1000 Briefe. Und ein Bäcker. Okay, lieber Ben. Tutu, Selina. Das ist einmal für Tutu und das ist für Selina. Okay, ich mach das für Tutu auf. Mal gucken, was da drin ist. Ein Mercedes AMG GT. Dankeschön. Und ne Pfeile. Vielen Dank. Selina, das werde ich nicht aufmachen. Das könnt ihr gerne auf Instagram sehen, wie ich es selber aufmache, Freunde. Deswegen geht gerne drauf. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, wie man zu meinem Instagram-Account kommt, Leute. Das lasse ich die Selina aufmachen. Das ist für sie. Also lasse ich sie jetzt aufmachen. Das hier ist für die Lia. Ebenfalls für die Lia mache ich selber auf. Oh, wie cool. Baby Love. Das ist eine Rassel. Eine Ringrassel. Vielen Dank, lieber Ben. Die wird sich sehr, sehr freuen. Ich werde das auch geben. Wie gesagt, findet ihr alles auf Instagram. Und das von der Selina mache ich dann bei Instagram. Auf geht gerne mal vorbei. So, was schreibt ihr denn? Der hat mir noch Zeichnung gemacht. Goldenes K. Wow. Tutu Knife. Yeah. Nice. Dankeschön. Neues Tutu Knife. Der hat sogar ein neues Design gemacht für mich. Wie cool ist das denn? Dankeschön, Ben. Hallo, Tutu, ich heiße Ben und bin ein riesengroßer Fan von dir. Ich folge dich schon über 2 Jahren. Viele Grüße, Ben. Vielen, vielen Dank, Ben. Natürlich kann ich dich grüßen. Grüße gehen raus an Ben. Vielen, vielen Dank. Bester Mann. Hast du gut gemacht, deine Zeichnung. 2 Fragen von YouTube und jetzt kommen 2 Fragen von Instagram. Gucken, wer das gewonnen hat. Lennox8S1. Hashtag fragt Tutu, magst du es, bekannt zu sein oder nicht? Das ist auch wieder so eine Frage. Ich habe kein Problem damit. Also ich dachte, ich hätte größere Probleme damit, bekannt zu sein. Aber irgendwie ist es auch witzig. Es macht Spaß, erkannt zu werden auf der Straße. Die Frage ist, inwieweit macht das Spaß? Im Moment geht das. Ich kann durch Köln laufen ohne Probleme. Dann werde ich vielleicht einmal angesprochen. Vielleicht sogar 2-mal oder 3-mal. Aber das ist alles kein Problem. Solange ich nicht gerade am Essen bin, ist alles kein Problem. Oder was anderes am Machen bin. Was wichtig ist, wenn ich einfach nur so rumlaufe und jemand spricht mich an und sagt, ich hätte gerne ein Foto, habe ich kein Problem damit. Wenn es jetzt immer schlimmer wird, keine Ahnung, das wird noch entscheiden. Im Moment habe ich kein Problem damit und ich glaube, ich werde auch nie ein Problem damit haben. Das ist eigentlich ein cooles Gefühl, würde ich mal sagen. Also berühmt zu sein ist eigentlich ein cooles Gefühl, außer es passiert irgendwas Blödes und jeder hasst dich. Dann ist es nicht cool, berühmt zu sein, glaube ich. Aber es kann ja mal passieren. So, Glückwunsch, du hast ebenfalls eine Dose gewonnen. Je nachdem, wie alt du bist, kriegst du entweder Energy oder Apfelschorle. So, ich würde sagen, kommen wir mal zum nächsten Paket. Hier hat sich auch einer Mühe gegeben. So sieht das aus. Sehr cooles Paket. Hat mich gezeigt mit so einer Vlogging-Kamera in der Hand. Richtig geil. So, das kommt von dem Simon. Wow, was ist das? Wir sind ein riesengroßer Fan von dir und gucken deine Videos schon seit 3 Jahren. Deine Videos sind immer sehr gut geschnitten und manchmal auch sehr witzig. Manchmal, das stimmt. Nur manchmal. Deswegen haben wir uns überlegt, schicken wir dir ein Paket mit ein paar Sachen für euch alle. PS, könntest du uns 2 Autogramm und 2 Sticker schicken? Okay, selbstverständlich kann ich das schicken. Ist das ein Schlagstock? Was ist das hier? Ist das zum Basteln oder was? Cool. Cool. Oh, der hat mir Geld geschickt. This is a fake, steht hier. 200 Euro. Passt das eigentlich in meine Garn rein? Ah, die falsche Größe. Hat vielleicht wieder trotzdem.
Die Pfeile. Und natürlich Airsoft-Kugel ohne Ende. Vielen, vielen Dank, lieber Simon. Und selbstverständlich kriegst du deine Autogrammkarte zurück. Vielen Dank für deinen Schlagstock. Okay, ich glaube nicht, dass es ein Schlagstock sein soll. Aber der ist schon cool, ne? Hashtag fragt Tutu. Der Möwe. Hashtag fragt Tutu. Welches Fach hast du in der Schule am meisten gemocht und welches nicht? Also, ich mochte am meisten Sport. Ich konnte irgendwie alle Sportarten. Ich war immer so, ich konnte alles ziemlich schnell lernen, was sportmäßig zu tun hatte. Im Moment mache ich keinen Sport, was eigentlich schade ist. Zu wenig Sport mache ich. Und ja, welche Fächer mochte ich nicht? Also ich mochte zum Beispiel Deutsch nicht, das sieht man ja. Englisch, Mathe mochte ich nicht. Ich mochte Politik nicht, ich mochte Religion nicht. Das war alles Katastrophenfächer. Aber obwohl ich viele Fächer nicht mochte und ich weiß, viele von euch mögen das auch nicht, viele Fächer, ja, oder mögen es gar nicht in die Schule zu gehen, sage ich euch, ihr solltet auf jeden Fall lernen, ihr solltet auf jeden Fall einen guten Abschluss machen. Es ist sehr, sehr wichtig, sonst endet ihr genauso wie ich als YouTuber, der Fangeschenke auspackt. Und das wollt ihr doch nicht, oder? Das wollt ihr nicht, Freunde. Macht auf jeden Fall die Schule weiter, macht eine Ausbildung, das ist sehr, sehr wichtig. Auch wenn ihr YouTuber seid, ne, und sehr jung seid und es erfolgreich ist, gerade auf YouTube, vertraut mir, macht auf jeden Fall die Schule sehr, sehr wichtig. Selbst bei mir, wenn es nicht mehr läuft, habe ich kein Problem damit, wieder in die Arbeitswelt zurückzugehen. Vielleicht mache ich vielleicht nicht irgendwas Informationselektroniker-mäßig, aber ich würde irgendwas im Marketing oder sowas machen. Da habe ich kein Problem damit und das kann ich euch nur empfehlen, eine Ausbildung und gute Noten zu schreiben, auch wenn ihr die Fächer nicht mögt. Das ist mein Appell an euch, solltet ihr auf jeden Fall machen. Schule ist sehr, sehr wichtig, Freunde. Dankeschön an der Möwe, du hast ebenfalls einen Energy Drink gewonnen und jetzt... Und jetzt machen wir noch dieses Paket auf, weil es irgendwie verpackt angekommen mal wieder ist, weil es vermutlich die Hälfte wieder rausgeflogen ist. Und damit wir die andere Hälfte nicht verlieren, machen wir es mal auf und gucken mal rein, was denn da alles rausgefallen ist. Oh, nice, sind so. Das sind Karten. Hier, was ist das denn? FC Bayern. Silberfund. Was ist das denn? Match Attack Karten? Ja, Match Attacks. Ist das Match Attack? Oder was ist das denn? So eine Karte habe ich noch nie gesehen. Eine durchsichtige Karte, das ist ja lustig. Das habe ich echt noch nie gesehen, solche durchsichtigen Karten. Sind die wertvoll? Bin ich jetzt reich? Dankeschön, lieber Noel. Noel, bist bester Mann. Vielen Dank, diese Glitzerkarte hier. Auch ebenfalls Bayern München. Ich glaube, der ist ein Bayern München-Fan, kann das sein? Oder hat er mir die Bayern München-Karten gegeben, weil der Bayern München nicht mag? Eins von beiden ist es auf jeden Fall. Hallo Tutu, die Hälfte nur von dem Brief ist angekommen. Zerrissen. Hallo Tutu, ich bin... Noel, 11 Jahre alt und komme aus Thüringen und würde gerne mal mit dir Fortnite spielen. Ja, ist kein Problem. Wenn ich Abo zocken mache, könnte ich selbstverständlich alle mitzocken. Jetzt ist der Rest. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den ganzen Karten. Ich weiß, du schätzt. Glückwunsch übrigens an alle Gewinner, die hier die Energy Drinks gewonnen. Übrigens nochmal nicht vergessen, diesen Sonntag bin ich in der Hennefer Stadtfest. Hennefer Stadtfest. Wenn ihr gerne vorbeikommen wollt, seid ihr selbstverständlich gerne eingeladen, Freunde. Und ich bin in der Leipziger Spielwarenmesse. Kommt auch gerne dort vorbei. Wie gesagt, alle Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Einfach mal vorbeischauen. So, Leute, das war Marco Fertel Nummer 95. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid gerade von der Schule gekommen und habt eine gute Note mit nach Hause gebracht, Leute. Auf diese Seite kommt zu den letzten Folgen von Marco Fertel. Links und rechts, wenn ihr dazu schon mäßig auf den vertreten bin. Und die Rechtsanwälte könnt mich kostenlos abonnieren, damit keine weiteren Videos mehr verpasst. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.